Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Dieses Video ist mal wieder ein Special-Video. Ich habe schon sehr, sehr lange keine Mod-Vorstellung gemacht, aber es wird mal wieder Zeit. Und zwar muss ich euch heute meine Must-Have-Mod für 2024 vorstellen. Ja, wir haben erst Januar, aber Leute, es steht fest, dass die Childbirth-Mod für mich die absolut wichtigste Mod im Jahr 2024 sein wird. Da muss schon viel passieren, wenn also dass eine bessere Mod kommen könnte. Die Mod ist wirklich so großartig. Viele von euch kennen sie bereits und spielen sie vielleicht auch schon oder haben sie aktiv im Spiel mit drin. Und ja, ich auch. Ich habe sie in meinen Let's Plays, ich habe sie in meinen Streams mit drin. Wir haben eigentlich jede Geburt wird mit der Childbirth Mod begleitet. Die Childbirth Mod hat ganz viele tolle Funktionen, die werde ich euch jetzt gleich nochmal einzeln vorstellen. Aber im groben Umfang ist es so, dass du damit Ultraschallbilder machen kannst. Du kannst auf dem Klo einen Schwangerschaftstest machen, der wunderschön animiert ist. Du kannst einen Kaiserschnitt wählen. Du kannst aber auch eine natürliche Geburt wählen. Eine Hausgeburt kannst du machen. Du kannst deine Babys stillen. Du kannst aber auch abpumpen die Milch. Du kannst die Milch an eine Milchbank verkaufen. Du kannst deine Kleinkinder stillen, ja? Selbst diese kannst du stillen. Du kannst ihnen dabei helfen, sie abzustillen. Du kannst es schnell oder langsam machen. Du kannst neuerdings auch eine Gender Reveal machen. Und aus diesem Grund gibt es jetzt dieses Video, denn die Gender Reveal ist jetzt ganz neu reingekommen. Die hat mich so weggeflasht. Ich habe sie mir im Spiel noch nicht angeschaut. Das machen wir jetzt zusammen. Was wir natürlich schauen müssen ist, was ich gerade noch nicht weiß, ob ich vorher das Geschlecht wissen muss, um die Gender Reveal zu machen. Ob ich praktisch sagen muss, überrasche uns mit einem Jungen oder einem Mädchen. Oder ob ich mich selbst als Sim und als Sims-Spieler überraschen lassen kann. Das werden wir jetzt rausfinden, da freue ich mich schon drauf. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt direkt ein in das Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und let's go! Damit ihr euch die Mod ansehen oder auch runterladen könnt, müsst ihr natürlich erstmal auf die Seite von Pandasama. Die verlinke ich euch natürlich auch in der Videobeschreibung. Das heißt, ihr könnt einfach runterscrollen und auf den Link klicken dort. Und hier sehen wir schon eine kleine Übersicht. Die Seite von Pandasama, also von dem Creator, ist sehr, sehr gut gemacht. Für diese Mod braucht ihr tatsächlich aber ein Erweiterungspack, und zwar das Pack an die Arbeit. Das wird benötigt, weil ihr dann eben mit dem Sim auch ins Krankenhaus gehen könnt und dort diese ganzen Untersuchungsliegen und alles platzieren könnt. Wenn ihr dieses Pack nicht habt, kann es sein, dass die Mod nur teilweise funktioniert oder vielleicht auch gar nicht funktioniert. Also sowas wie den Ultraschall, den könnt ihr dann nicht machen, aber ihr könntet wahrscheinlich trotzdem den Schwangerschaftstest machen. Allerdings wird das Pack schon gefordert von dieser Mod und ich würde euch empfehlen, dass wenn ihr diese Mod auch in vollen Zügen nutzen wollt, dass ihr halt eben das an die Arbeit Pack vielleicht holt. Diese Mod ist auch komplett deutsch übersetzt. Es gibt eine deutsche Übersetzung, die auch wirklich sehr schnell geupdatet wird, nachdem es ein Update gibt, und die verlinke ich euch natürlich auch nochmal in der Videobeschreibung und ich zeige euch auch gleich noch, wie ihr die Mod runterladen könnt und natürlich auch die deutsche Übersetzung ins Spiel bekommt, sodass auch alles funktioniert. Dazu kommen wir dann gleich. Also wir können jetzt hier einfach mal runterscrollen und das Schöne ist, wir kriegen auch direkt eine wundervolle Übersicht über diese Mod. Also wir sehen hier die Basics, da können wir uns anklicken, dann haben wir hier eine Schritt für Schritt-Beschreibung. Das ist echt schön gemacht. Wir können eine Krankenhausgeburt machen, eine Hausgeburt. Wir können einen Ultrascan, wollte ich gerade sagen. Ein Ultraschall vielleicht auch eher machen. Ja, Location, das erkläre ich euch gleich nochmal. Weaning erkläre ich euch gleich nochmal. Und die Gender Reveal ist ja auch eher selbsterklärend. Also allein dieser Schwangerschaftstest ist so schön animiert. Den zeige ich euch dann aber auch nochmal. Ihr könnt euch für eine Geburtsart entscheiden, wie ihr gedenkt, dass dieses Kind zur Welt kommen soll. Über eine natürliche Geburt, einen Kaiserschnitt, vielleicht auch eine Hausgeburt. Und da kommt dann sogar eine Hebamme zu euch nach Hause. Also das ist ganz, ganz klasse gemacht. Also diese Mod fühlt sich an wie ein Erweiterungspack von EA. Naja, wobei, die sind ja manchmal ein bisschen buggy. Ja, gut, ich nehme es zurück. Aber vom Umfang her wollte ich damit sagen, ne? Also es ist super umfangreich. Also es fehlt nur noch eine neue Welt irgendwie, die Pandasama mit einbaut. Und dann haben wir ein riesen Pack. Also fühlt sich wirklich toll an, diese Mod. Und deswegen ist sie neben dem MC Command Center Mod meine Lieblingsmod geworden. Ich liebe sie. Ich kann sie nicht mehr rausnehmen. Never nehme ich die mehr raus. Dann haben wir die Möglichkeit mit unserem Partner, dass er uns eine Massage gibt. Wir können uns mit ihm swingen zusammen, damit wir die Venen fördern, erweitern, diese Dinge tun. Wir können im Bett ein Buch haben und dem Baby vorlesen. Super süß. Die Schwangerschaftsneuigkeit kann man auch ganz toll teilen mit dem Partner. Wir können, wie gesagt, eine Krankenhausgeburt machen. Dann gibt es natürlich ganz viele neue Sachen im Baumodus, wenn ihr die Mod runterladet. Es gibt zum Beispiel den Yoga-Ball. Es gibt einen kleinen Geburtspool. Man kann auch eine Wassergeburt machen. Auch sehr, sehr süß. Genau, hier könnt ihr zum Beispiel noch das Geburtskissen hinterlegen für die Hausgeburt. Ihr könnt mit eurem Partner schöne Animationen teilen, also wie ihr ihm sagt, dass ihr schwanger seid, das zeige ich euch auch gleich im Spiel. Das ist auch super schön. Ihr könnt einen Ultrascan machen. Ach, jetzt habe ich schon wieder gesagt. Mann! Ultraschall machen. Und das Tolle an diesem Ultraschall ist, ihr könnt erst entscheiden, was ihr machen wollt. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel sagen, ich möchte wissen, wie viele Babys es werden.
Und danach möchte ich erst wissen, welches Geschlecht es wird. Das finde ich irgendwie viel schöner und es ist auch nochmal realistischer. Aber ihr habt die Wahl, ihr müsst es aktiv entscheiden, aber auch das zeige ich euch gleich im Spiel. Genau, dann habt ihr ein Ultraschallbild im Inventar, das ist super schön. Ihr könnt eine Schwangerschaftskuschelung machen, das habt ihr vielleicht in meinen Let's Plays auch schon mal gesehen. Dann gibt es, wie gesagt, diese Geburtsprobleme, sage ich mal, wo du vielleicht bei einer Hausgeburt dann doch einen Geburtsstopp hast und doch in die Klinik musst. Ja, der Bauch verändert sich, man hat eventuell eine Kaiserschnittnarbe. Diese Kaiserschnittnarbe seht ihr aber natürlich nur, wenn ihr keinen Skin drauf habt, der die Details verdeckt. Also ich habe ganz oft Skins, die dann die ganzen Hautdetails verdecken, die vom Spiel her kommen würden. Und somit habe ich meistens keine Narbe. Aber es gibt auch Skins, die das eben durchaus zeigen, wie zum Beispiel Tattoos und so, die dann nicht verdeckt werden. Und die würden dir dann die Schwangerschaftsnarbe zeigen. Also die Dings, die Kaiserschnittnarbe. Genau, dann können wir eine unbegleitete Geburt machen. Das sieht auch richtig krass aus. Also die hatte ich jetzt gerade in meinem Let's Play von der The Seasons Gold Digger auf meinem Zweitkanal in Saint Ross Dreams. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Und da hat sie eine unbegleitete Geburt gemacht. Es war so krass animiert. Sie ist am Bett in die Knie gegangen und hat sich abgestützt und hat praktisch das Baby rausgepresst, es dann auch genommen, in den Arm gelegt. Leute, das war, ich bin komplett geflasht gewesen. Also schaut es euch gerne an. Wenn ich dran denke, verlinke ich es auch nochmal in der Infobox, dieses Video oder dieser Stream. Der geht relativ lang. Ich versuche euch den Timestamp mit dazu zu schreiben. Es sieht unglaublich aus. Wirklich toll. Genau, dann gibt es noch verschiedene Emotionen, die dann auftauchen können. Zum Beispiel, dass sie gerne stillen würde oder dass sie ihr Baby gerne mit der Flasche füttern würde, glaube ich, steht da. Dann kannst du deine Brüste abpumpen und auch dafür gibt es eine Animation, das haben wir bei meinem Recht und Unrecht Let's Play ständig, dass Mara volle Boobs hat, weil sie Zwillinge hat und ganz viel stillt und da produziert so viel hinterher. Und ihr könnt die Milch abpumpen, kühl stellen, ihr könnt die Milch an eine Milchbank verkaufen, was ich auch irgendwie ganz schön finde, den Gedanken. Ihr könnt Kekse essen, wenn ihr zu wenig Milch produziert, damit ihr mehr Milch produziert. Ihr könnt auch ein Milchpulver anrühren, das ist auch ganz schön gemacht. Und was ich auch richtig cool finde, ist, ich scroll mal ein bisschen weiter runter, ihr könnt eure Kleinkinder stillen. Das habe ich noch gar nicht gemacht, werde ich aber im Recht und Unrecht Let's Play jetzt mal anfangen, weil ich das gerne probieren möchte. Man kann die Kleinkinder mit der Muttermilch füttern und die sind dann auch schnell gesättigt. Das geht dann auch ganz hoch und so. Die trinken so lange, bis sie satt sind oder bis deine Brust leer ist von deinem Sim. Und du kannst es ihnen dann abgewöhnen. Du hast drei Möglichkeiten, es ihnen abzugewöhnen. Du kannst es abrupt beenden lassen, du kannst es langsam beenden lassen oder mit den Kindern, glaube ich, auch reden und es ihnen erklären, dass du keine Milch mehr produzieren kannst und so. Das ist echt schön. Wenn du sie natürlich abrupt beenden lässt, die Muttermilchzugabe für die Kleinkinder, dann sind die stinkig. Also die sind dann richtig aggro. Ist okay, aber ist sehr, sehr spannend, dass das geht. Dann gibt es noch verschiedene Check-ups, die du machen kannst. Diesen Papp-Test, du kannst einen Bluttest machen. Ganz genau weiß ich nicht so wirklich, wofür diese Tests sind. Ich glaube, das können die Mamis unter euch, die wissen sofort, was ein Papp-Test ist und so. Und ich zeige euch auch gleich das perfekte Krankenhaus. Ich habe nämlich eins gebaut mit der Community. Ja, und da habe ich alle Sachen von Pandasama, die wichtig sind, die man braucht, platziert. Das heißt, ihr könnt die einfach nutzen und müsst jetzt nicht alles mühselig einzeln in euer Krankenhaus stellen, das von EA vorgegeben wird. Ich zeige euch auch gleich, wie ihr so ein Krankenhaus platzieren könnt. Ihr bekommt auch eine Geburtsurkunde, also ein Zertifikat über die Geburt eures Babys und die Gender Reveal. Ich habe keine Ahnung, wie die funktioniert. Boah, ich gestikuliere heute aber auch extrem viel. Aber es ist einfach viel zu erzählen und meine Emotions drehen schon wieder durch. Ihr merkt das ja, ne? Also, Gender Reveal. Wir können eine Party machen. Die machen wir dann auch gleich. Dann können wir hier irgendwelche Partyziele sehen wir dann. Wir haben neue Objekte, die wir auch platzieren möchten, wie zum Beispiel diesen wunderschönen Bogen. Den können wir platzieren, sobald wir zwischen dem ersten und dem dritten Trimester sind. Es gibt einen Ballon, den man platzen lassen kann. Den könnt ihr mit eurem Partner oder alleine platzen. Ihr braucht aber mindestens 30 in der Romanze mit eurem Partner, damit ihr das zusammen machen könnt. Da steht auch nochmal der Hinweis dabei, dass ihr, wenn ihr das geklickt habt, das ungefähr 5 bis 10 Sim-Minuten dauert, bis die Aktion ausgeführt wird. Also nicht den Button spam, steht hier. Don't spam the interactions, Leute, ne? Don't. Dann gibt es wohl auch noch eine Brille, die man platzieren kann. Und die Sim-Freunde, die ihr eingeladen habt, ziehen automatisch eine Brille auf von dem Geschlecht, das sie denken, dass es wird. Ist das nicht großartig? Das heißt, sie ziehen schon eine Farbe an und denken, und dann, also damit kannst du sehen, was denken denn meine Freunde, was es wird. Das ist so schön. Ja, okay. Dann gibt es noch eine Bowl und so Leckereien und dann kann man es auf Gold abschließen. Das ist die gesamte Mod. Ich weiß, es war jetzt ein bisschen viel auch, aber ich muss euch natürlich auch alles zeigen. Und was ich euch jetzt natürlich noch zeige, ist, wie ihr die Mod downloaden könnt. Also ihr habt hier unten schon den Button. Ihr seht auch immer die Versionnummer dabei. Das ist jetzt die aktuellste Version. Da könnt ihr einfach auf Download klicken. Dann seht ihr schon, okay, der lädt es gerade runter. Und dann, wie gesagt, könnt ihr in der Infobox einfach auf den anderen Link noch klicken mit der deutschen Übersetzung. Und zwar sieht es dann immer so aus. Hier könnt ihr auch nochmal überprüfen, oh, ist es denn die neueste Version? Ah, okay. 1.4.5.
ist die neueste Version. Und oft haben Übersetzungen eine 1 oder ein Ausrufezeichen vorne dran. Es liegt einfach an der Bezeichnung der Mod, dass die sich irgendwie nicht überschreiben. Ich weiß auch nicht so genau. Aber ihr braucht immer beides, weil ich werde auch ganz oft gefragt, ob man jetzt denn nur die Übersetzung braucht oder ob man noch die Originalmod braucht. Die Übersetzung ist immer eine Zusatzdatei. Also die ladet ihr immer zusätzlich runter und packt die auch zusätzlich in den richtigen Ordner rein. So, die laden wir also auch runter. Dann müsste das jetzt in eurem Download-Ordner so aussehen. Ihr habt einmal den Pandasama-Ordner und einmal die Übersetzungsdatei. Ihr könnt dann die Datei entpacken. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht oder wenn ihr generell wissen wollt, wie man Mods und CC installiert, ich habe ein Video dazu gemacht, ein sehr ausführliches mit allen Erklärungen. Auch dieses verlinke ich euch nochmal in der Infobox. Dann könnt ihr jetzt einfach Rechtsklick machen und die Datei entpacken. Das kann bei euch auch mit Doppelklick gehen, je nachdem, welches Entpackungsprogramm ihr natürlich nutzt. So, dann können wir diese ZIP-Datei auch löschen und dann sieht es so aus. So, ich mache mal sortieren ohne Datum vielleicht. Entschuldigung. So, ich habe mal die Gruppierung rausgenommen. So müsste das jetzt aussehen. Es müssten 3 Dateien sein. Die könnt ihr jetzt kopieren oder ausschneiden. Und wenn ihr schon mal die Pandasama-Mod im Spiel habt, also ihr geht jetzt einfach in euer Mod-Ordner, erstellt im besten Fall einen Ordner, den ihr Pandasama Childbirth nennt und packt dort diese 3 Dateien rein. Fertig. Wenn ihr die Mod aber schon mal im Spiel hattet und jetzt aktualisieren möchtet, so wie ich zum Beispiel, ich habe sie schon und möchte sie jetzt aktualisieren, dann gehe ich auch in meinen Mod-Ordner, suche mir den richtigen Ordner raus, was überhaupt kein Stress ist, weil ich eine super Ordnung habe. Und dann seht ihr, dass ich aber eine 4. Datei drin habe, nämlich diese Textdokumentdatei. Und die lasse ich immer drin. Es kann sein, dass die zum Beispiel, also ich weiß es nicht so genau, manchmal sind es Settings-Dateien, manchmal sind es irgendwelche Logs, die erstellt werden vom Spiel. Aber ich lasse zusätzliche Dateien, die automatisch generiert werden, immer drin, weil bei der MC Command Center Mod wird zum Beispiel eine Settings-Datei automatisch generiert, wenn ihr die Mod oder das Spiel das erste Mal startet mit dieser Mod und die speichert alle eure Einstellungen. Das heißt, ihr solltet nicht blind einfach den Ordner löschen und die neuen Dateien reinziehen, sondern ihr könnt auch einfach die Dateien, die ihr jetzt drin hattet, also diese, ne, also ich habe mein Spiel offen, ich kann es gar nicht löschen, aber diese löschen und dann einfügen und dann habt ihr die Mod auch aktuell und dann könnt ihr euer Spiel starten. So, und ich habe uns schon ein super süßes Pärchen erstellt. Das ist unsere Winter Season. Die haben wir in unserem Adventskalender-Special erstellt. Da haben wir alle Jahreszeiten erstellt und das ist Winter. Und ich fand diese Frau einfach so unglaublich amazing, dass ich sie jetzt gerne für diese Geburt benutzen wollte. Und das ist ihr Boyfriend. Ich habe keine Ahnung, wie sein Name ist. Er heißt Moritz. Süß! Moritz, hi! Oh, er sieht so süß als Cookie mal. Mann, wieso sind die so schön außerdem? Erstmal direkt ein Foto machen. Wunderschöne Menschen. Genau, das ist ihr Haus. Das Haus findet ihr in meiner Galerie, falls ihr es euch runterladen möchtet. Und wie ihr seht, gibt es bereits ein Kinderzimmer, denn sie wollen ein Baby. Ja, ganz dringend wollen sie das. Wir werden jetzt natürlich nicht 20 Mal Liebe machen, weil eure Sandra da keine Geduld zu hat. Wir werden jetzt einfach mal ein bisschen mithelfen mit dieser Geburt und werden unser Girl pregnant machen. Gar kein Problem. Ach so, falsch geklickt. Gut, vielleicht doch ein Problem. Ah ja, Pregnancy, Schwangerschaftsbeginn. Caleb, nee, mit Moritz. Und wir wollen nicht wissen, was es wird. So. Nein! Oh Mann, das habe ich uns gespoilert. Das machen wir jetzt nochmal neu. Okay, wir gucken alle nicht hin. Also für euch schneidet die Anna das raus und ich gucke nicht hin, okay? Ich muss nur wissen, wo das X ist. Okay, ich gucke nicht hin. Achso, ich muss schon den Mann noch auswählen. Okay, Mann auswählen und dann auf OK und dann nur das X drücken. Okay, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht gesehen. Gott sei Dank. Wir wollen uns natürlich überraschen lassen. Wir wollen ja wissen, ob die Gender Reveal auch funktioniert und alles. Oh, ist das aufregend. Boy, wir werden ein Baby bekommen. So, wir gehen aber erstmal ins Haus und machen den Schwangerschaftstest. Seid ihr ready? Und hier gibt es jetzt die Möglichkeit, ganz normalen Schwangerschaftstest zu machen, wie ihr es kennt. Oder den Schwangerschaftstest zu machen mit diesem Zeichen davor. Und das ist die richtige Sache. Übrigens, sorry, wenn ich viel zu schnell rede. Wenn ich aufgeregt bin, dann fange ich an zu schwallen und dann kann ich nicht mehr aufhören. Tut mir ein bisschen leid. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Notfalls gibt es bei YouTube ja zum Glück die Funktion, die Videos auf 0,75 oder 0,5 abzuspielen. Also langsamer. Wobei manche mir mal gesagt haben, dass sie meine Videos auf doppelter Geschwindigkeit hören. Ich frage mich, wie das geht, aber gucken und hören, ne? Aber naja. Come on, Winter, let's go, Baby. Yeah. Come on, Winter, let's go, Baby. Okay, Achtung. So, okay, Leute. Es gibt auch die Möglichkeit, dass sie natürlich nicht schwanger ist. Sie ist ja jetzt definitiv schwanger. Aber wenn sie nicht schwanger ist, dann ist sie dann so, schade. Ne? So, schade, okay. So, sie macht jetzt Polarinerei auf diesen Test. Schaut euch an, wie schön das animiert ist. Also für die, die diese Mod noch nicht kennen, das ist bestimmt krass jetzt. Schaut euch das an, wie schön die Reaktion ist. Und dann kommt es natürlich darauf an, ob sie sich auch freut oder nicht freut, ob sie ein Kind wollte oder nicht wollte. Oh nein, Girl, was? Nee. Oh nein, sie hasst Kinder. Sims, die keine Kinder mögen, fühlen sich nicht wohl dabei, schwanger zu sein. Winter!
Habe ich dich jetzt rausgesucht und du magst keine Kinder? Ist es jetzt really dein Ernst? Ich hätte mir jetzt hier eine ganz happy Lady vorgestellt, die sich total freut. Wir ändern mal ihren Schwangerschaftsstatus. Ich mache sie bereit, die Schwangerschaft zu akzeptieren. Sie ist jetzt bereit und akzeptiert die Schwangerschaft. Also das ist natürlich jetzt nicht die Childbirth-Mod gewesen, es war jetzt eine andere Mod. Oh, Sandra, ey, du bist echt ein Profi, ne? Ja, sie macht's jetzt, sie geht jetzt zu ihrem Boyfriend und sagt ihm, hey, Moritz, we are pregnant. Über Romantik Schwangerschaftsnachrichten teilen. Also auf Romantik und dann können wir einfach sagen, Schwangerschaftsnachricht teilen. Und das ist auch sehr schön animiert. Hey, Darling, oh, ich muss dir was sagen, du wirst es nicht glauben, aber schau mal. Oh, guck, wie süß. Sie hat den Schwangerschaftstest in der Hand. Ja, es ist passiert. Einmal nicht aufgepasst. Schwuppsdiwupps sind wir pregnant. Und sie ist natürlich unsicher, was sagt ihr Partner dazu. Und er ist total aus dem Häuschen. Oder? Freuen wir uns? Oh, schaut, wie süß. Er sagt jetzt, hey, Darling, wir bekommen das hin. Du und ich, wir sind heiß, wir sind toll und wir schaffen das. Oh, ist das süß. Naja, wissen wir jetzt nicht, ob er sich freut. Aber bestimmt freut er sich. Wir können jetzt mit ihm schwangerschaftsmäßig ein Nickerchen machen. Das ist auch sehr, sehr süß. Angespannt. Solche Freude und solche Traurigkeit. Die Partnerin hat angekündigt, schwanger zu sein. Und Moritz ist so glücklich, dass sein Baby unterwegs ist. Das Problem, der Partner ist es nicht. Sie kündigt dies an, als wäre es das Schlimmste, was passieren konnte. Sie wollte dieses Baby nicht. Naja, ist ja auch interessant, das mal zu sehen. Das ist jetzt aber verkehrt herum. Entschuldigung, wer ist jetzt schwanger? Du oder sie? Schaut, wie süß. Oh. Oh, ich liebe diese Mod so. Jetzt haben wir das gemacht, dann zeige ich euch noch, wie man vorlesen kann. Man kann nämlich auch dem Baby im Buch vorlesen. Oh, geht es noch nicht, weil sie noch nicht weit genug ist? Schade. Ob du ein bisschen schwangerer werden möchtest? Wir helfen da jetzt mal. Nee, wir helfen noch nicht mit, weil ich zeige euch, was wir ab dem ersten Trimester nämlich machen können. Wir müssen ja noch zum Ultraschall, ne? Ihr könnt jetzt auf Haushalt gehen, dann Geburtshelfer anrufen. Und jetzt haben wir ganz viele Optionen. Wir können eine Chirurgiemaschine benutzen. Also das, was ihr von Sims kennt, diese Maschine, wo die Sims liebevoll reingeschoben werden. Dann schnipp, schnapp, schnibbel, schnapp und dann werden da komische Dinge gemacht und dann wird das Baby rausgeholt. Es gäbe die Möglichkeit, eine natürliche Geburt zu machen, einen Kaiserschnitt, der auch sehr schön animiert ist, by the way, eine Hausgeburt oder eine Schwangerschaftsuntersuchung zu machen. Die Schwangerschaftsuntersuchung wäre dann der Ultraschall. Den machen wir aber gleich. Ich will einmal ganz kurz lieber nicht drücken und das nochmal versuchen mit dem Lesen im Bett. Ach, jetzt geht's. Lesen Sie dem Baby vor. Vielleicht ging es gerade noch nicht, weil sie unten ja gekuschelt hatte. Oh, schaut, wie süß es ist. Und er knutscht sie die ganze Zeit. Ich finde es einfach toll. Also sie hält das Buch leider verkehrt herum. Das ist bisher immer so gewesen. Ich finde es sehr lustig. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt auch direkt mal zum Ultraschall. Also dazu gehen wir wieder aufs Häuschen, Geburtshelfer anrufen und dann werden wir eine Schwangerschaftsuntersuchung machen. Let's go. Dann wählen wir noch Moritz zum Mitnehmen und dann reisen wir zum Krankenhaus. Okay, wir sind jetzt im Krankenhaus angekommen, haben natürlich absolutes Sauwetter und wir stehen hier im Nachthemd im Regen. Das ist natürlich auch ganz klasse. Wenn ihr jetzt in eurem Krankenhaus seid, dann habt ihr noch nicht die richtigen Möbel platziert im Normalfall, weil ihr die Mod ja vielleicht gerade erst reingeladen habt. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal in den Baumodus. Dieser ist aber immer ausgegraut bei solchen Grundstücken, kann nicht bearbeitet werden. Ihr könnt das Grundstück aber bearbeiten, indem ihr jetzt den Cheat benutzt. Ich schreibe diesen Cheat und den anderen Cheat euch auch nochmal in die Infobox, dann könnt ihr ihn nochmal nachlesen. So, wir benutzen einmal den Cheat Testing Cheats True. Drücken Enter, dann ist der schon mal an. Und dann benutzen wir jetzt BB, Enable Free Build. Und dann seht ihr schon, dass hier oben der Baumodus jetzt aktiv ist. Ab jetzt könnt ihr euch auch eine Klinik runterladen. Also ihr könnt entweder jetzt in die Galerie gehen, dann dürft ihr natürlich sehr gerne auf meine Galerie gehen, unter Katalog anzeigen und euch meine Klinik platzieren. Da habe ich alles platziert, was zum Stand heute in der Childbirth Mod möglich ist, außer Gender Reveal, weil das hatte ich noch nicht gehabt und das brauchst du auch nicht im Krankenhaus machen, die Gender Reveal Party. Ihr müsst aber, um euch das anzeigen zu lassen, auf jeden Fall hier die benutzerdefinierten Inhalte anklicken und auf Grundstücke gehen. Hier ist die Childbirth Klinik platziert. Ich habe sie Childbirth Klinik genannt, also ihr könnt sie natürlich auch unter dem Namen suchen. Dann einfach hier auf Grundstück platzieren und dann habt ihr sie drin. Ihr könnt die Klinik auch drehen, also ich drehe sie immer in diese Richtung. Die Sims spawnen aber hier. Also wenn ihr den Weg nicht so weit haben wollt, könnt ihr euch entscheiden, wie rum ihr sie haben möchtet, die Klinik. Und ich zeige euch jetzt aber trotzdem einmal ganz kurz, was es alles im Baumodus jetzt gibt. Und wie ihr die Sachen finden könnt. So, ich gehe erstmal auf alles anzeigen und dann gehe ich in der Suche nach Pandasama suchen. So, also wenn ihr Pandasama eingibt, wie gesagt, bekommt ihr alle Items. Also hier wird es jetzt schon angezeigt. Oh mein Gott, Sweet
Den kenne ich noch gar nicht, der ist neu mit dem Gender Reveal. Cool. Also hier gibt es zum Beispiel dieses Krankenhausbett, es gibt die Pappabstrich-Geschichte, dieses Geburtskissen, damit ihr zu Hause auch eine Geburt einleiten könnt. Also könnt ihr einfach aufs Kissen klicken und sagen, jetzt Baby bekommen. Dann gibt es jetzt scheinbar diesen Süßigkeitenwagen. Es steht auch immer mit dabei, was da gemacht wird. Dann gibt es das Geburtspülchen, also ein Geburtspool, ein Fruchtpunsch. Ah, das sind die Gender Reveal-Brillen. Ach so, okay, cool. Dann diesen Deko-Luftballon. Das ist so toll. Leute, vor allen Dingen für meine Thumbnails. Ihr wisst gar nicht, wie oft ich für meine Thumbnails nach Gender Reveal-Deko suche im Internet und nie was Gescheites finde. Ich suche, ihr könnt die Anna fragen, die meine Videos hier immer schneiden muss, ne? Also Anna, gell? Ich muss immer ganz viel suchen und nie finde ich schöne Ballons. Ich suche immer 2 Stunden und dann lasse ich es einfach. So ist es nämlich. Dann diese Babynahrung, von der ich erzählt habe, nochmal diese Ballons. Der Yoga-Ball, damit kann man die Weitung machen. Also der Sim muss bei einer natürlichen Geburt untenrum halt geweitet werden. Das ist ganz normal. Das muss jede Mami machen, bevor sie ihr Kind auf die Welt bringt. Und der Yoga-Ball soll dabei helfen. Man kann zum Beispiel auch mit dem Sim spazieren gehen, um diese Weitung zu befördern, dass es halt schneller geht. Es gibt einen Tropf, den man platzieren kann. Diese, was ich vorhin alles erzählt habe, abpumpen und so weiter und so weiter. Und ein Ultraschallgerät. In diesem Krankenhaus ist, wie gesagt, schon alles platziert. Ich zeige euch das mal ganz kurz, was wir jetzt hier machen können. Also man kann in dem Krankenhaus übrigens auch als Arzt arbeiten. Also wenn ihr auch gerne mal die Karriere hier mit dem Krankenhaus spielen wollt, könnt ihr das machen. Wir haben hier einmal das Ultraschallzimmer. Hier werden wir den Ultraschall gleich machen. Wir haben hier ein Geburtszimmer. Das habe ich schon mal platziert. Da gibt es wegen eben diesen Geburtspool und so. Dann gibt es den ganz normalen Kaiserschnitttisch. Der wandelt sich automatisch um und sieht dann anders aus. Der bleibt nicht in dieser Maschine. Dann gibt es noch diesen Tisch mit dem Papptest. Den kann man hier machen. Also diesen Liegestuhl. Genau. Und dann halt hier noch so ein bisschen Vorbereitung. Hier nochmal so eine medizinische Geschichte. Und wir gehen jetzt erstmal diesen Ultraschall machen. Dafür, dass wir jetzt ja eine Gender Reveal Party machen und ich das ja noch nicht gemacht habe bisher, will ich natürlich das Geschlecht des Babys noch nicht wissen und somit schalten wir das jetzt aus, dass wir das eben gar nicht sehen wollen. Wir gehen jetzt drauf und wählen erstmal die Ultraschallpräferenz. Möchten Sie während dieses Ultraschall und dieser Ultraschalluntersuchung das Geschlecht Ihres Babys herausfinden? Und wir sagen nein, weil wir wollen uns überraschen lassen. Und dann sagen wir Untersuchung starten von Kengo, der macht jetzt unsere Ultraschalluntersuchung und dann spazieren wir auch. Oh nein, wartet, bevor wir das machen. Oh, stopp, nochmal Abbruch. Bevor wir das machen, werden wir unseren Boy fragen, ob er die Geburt begleiten möchte, weil dann kommt er nämlich automatisch mit nebendran. Bitten Sie darum, die Geburt zu begleiten. Das war übrigens gerade die Smarter Pie-Menü von Twisted Maxi, damit man tippen kann, was man sucht, weil ich komme da nicht mehr zurecht. Ist in meiner Modliste in der Kanalbeschreibung mit verlinkt. So, genau, er möchte, natürlich werde ich für dich da sein, Schatz. Du bist so Süßling. Okay, jetzt ist er dabei. Das heißt, wir machen jetzt mit ihm gemeinsam den Ultraschall. Let's go. So, sie liegt schon bereit. Oh, da ist ja die Ärztin. Ist unser Boy jetzt auch mit dabei? Ich glaube, der kommt jetzt, oder? Ja, der kommt jetzt. Schaut euch das an, wie schön. Oh, wow, wow, das ging viel zu schnell. Schaut und das... Oh, ich wollte euch das noch zeigen. Schaut und dann machen die da so tolle Sachen und so. Und hier steht jetzt. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind schwanger. Basierend auf der Ultraschalluntersuchung sieht es so aus, als würden Sie ein gesundes Baby erwarten. Bisher sieht alles gut aus, aber wir werden Ihre Schwangerschaft und die Entwicklung des Babys weiterhin überwachen, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung bleibt. Dies ist eine aufregende Zeit und wir sind hier, um Sie bei jedem Schritt zu unterstützen. Sehr nett. Naja, ein Baby, okay. Und wenn ihr zum Beispiel Zwillinge oder Drillinge bekommt, dann würde das jetzt hier stehen, ne? Sie erwarten 2 gesunde Babys, 3 gesunde Babys oder 4 oder 5 oder was auch immer ihr so einstellt. Und wenn wir jetzt noch das Geschlecht wissen wollen würden, würde das noch einen Moment länger gehen und dann würde hier erscheinen, herzlichen Glückwunsch, Sie erwarten ein gesundes Mädchen. Oder einen gesunden Jungen. Oder ein Mädchen und ein Jungen, je nachdem. Genau, schaut, wie schön er auch dabei sitzt. Das ist einfach super schön gemacht. So, wir haben jetzt das Ultraschallbild bekommen. Und ich glaube, wir sind jetzt im 2. Trimester. Erstes Trimester, oh, okay. Dann würde ich sagen, mache ich unser Girl jetzt mal ins 2. Trimester. Und wir gehen nach Hause und machen eine Gender-Reveal-Party. Und das Ultraschallbild verändert sich auch von der Optik, je nachdem, in welchem Trimester ihr seid. Das ist auch ganz schön gemacht. So, ich habe jetzt mal alles platziert, was wir brauchen würden. Und habe dabei gesehen, dass es sogar auch noch verschiedene Farben gibt. Es ist wirklich toll gemacht. Also es gibt von den Ballons auch verschiedene Farben, die ihr wählen könnt. Das heißt, ihr könnt vielleicht auch sogar die Ballons für einen Geburtstag oder so benutzen, was ich natürlich auch total toll finde. Aber wir werden jetzt mal schauen, wie das Ganze funktioniert. Wir planen jetzt mal das Event. Dazu gehen wir jetzt auf Sozial und gesellschaftliches Ereignis planen. Und sie callt jetzt in ihrem Nachthemd. Ja! Gender Reveal Party natürlich, Leute. Entschuldigung. Werdende Eltern, wir beide. Süß. Dann Gäste. Junko? Ja, wir brauchen mindestens 2 Gäste. Ich kenne nicht so viele Menschen, Entschuldigung. Oh, wow.
okay. Hallo, ist hier jemand? Oh, hi, wir sind Friends. Nancy, ich mag dich voll. Nancy, Nancy, Nancy. Wow, oder hier die Frau, die sieht nett aus. Stell dich doch mal hier. Oder Nancy auch? Okay. So, jetzt haben wir ein paar Leute, die wir einladen können. Entertainer brauchen wir nicht, Mixer, Caterer brauchen wir auch nicht und das Haus ist unsers. So, dann hat die Party auch schon gestartet. Ziehst du dich auch noch um? Oh, wir nehmen so ein crazy Kleid, pass mal auf. Wow, oh mein Gott, sie ist so wunderschön, diese Frau. Denkst du, es wird ein Junge, weil du blau angezogen bist oder was? Oh mein Gott, raten Sie mal, das ist so cool. Oh, jetzt kann ich auch noch Punsch machen. Erdbeerpunsch und blauer... Das ist so großartig. Nehmen Sie jetzt automatisch eine Brille? Raten Sie mal. Sie soll auch raten und er soll auch raten. Sie hat eine blaue Brille genommen. Sie denkt, oh, er hat eine rosa eine Brille genommen. Und die Frau eine blaue Brille. Das ist so cool. Jetzt können wir mit diesem Ding hier interagieren. Das kann aber nur die Mutti. Okay. Holen Sie sich Verbrauchsmaterial zur Geschlechtsidentifizierung. Ja, okay. Das ist aufregend. Okay, bereiten Sie sich auf die aufregende Reise vor, bei der Sie das mit Spannung erwartete Geschlecht Ihres Babys enthüllen, indem Sie unsere umfangreiche Auswahl an Partyzubehör zur Geschlechterenthüllung erkunden. Ganz gleich, ob Sie sich für die skurrilen Charme eines Ballons oder den köstlichen Genuss eines Kuchens entscheiden. Unsere kuratierte Kollektion verspricht Ihrer Feier eine zusätzliche Ebene von Magie und Freude zu verleihen und sie zu einem unvergesslichen Erlebnis für Sie und Ihre Lieben zu machen. Süß. Also wir könnten jetzt den Kuchen wählen oder den Ballon. Ihr könnt ja vielleicht für euch, wenn ihr die Mod installiert habt, auch mal den Kuchen ausprobieren. Ich für unseren Test jetzt hier würde gerne den Ballon ausprobieren und deswegen wählen wir Wonderpop-Ballon. Okay, wir haben den Wonderpop-Ballon erfolgreich erworben und liegt jetzt sicher in Ihrem Inventar. Machen Sie sich bereit für den ultimativen Moment der Freude und Vorfreude, während Sie sich darauf vorbereiten, den Ballon platzen zu lassen und das lang erwartete Geheimnis des Geschlechts Ihres Babys zu enthüllen. Ich bin so gespannt. Okay, das ist der Ballon. Oh mein Gott, ja, der ist jetzt da. Versammeln. Wir drücken jetzt mal auf Versammeln. Das dauert dann wohl einen Moment, hieß es. Soll man nicht spammen, stand da. Versammelt ihr euch jetzt? Ballon mit Moritz platzen lassen. Oh Gott, Leute, ich bin so gespannt. Okay. Oh, ist das schön. Es wird tatsächlich ein Junge. Oh mein Gott. Das, oh mein Gott. Oh, sie setzt die Brille irgendwie nicht ab. Alle haben die Brille abgesetzt, außer sie. Oh. Okay, ich hoffe, das ist nicht verbuggt. Das ist so schön. Ich kontrolliere das jetzt natürlich nochmal im MC Command Center, ob es wirklich ein Junge ist. Ne, ich bin ja neugierig. Ein männliches Baby. Krass. Das ist so amazing, Leute. Weil ich das gerade in meinen Streams und in Videos ja gerne so mache, dass ich auch die Spannung halte, ne, und mich überraschen lasse, welches Geschlecht es wird. Und wie viel schöner ist das jetzt zukünftig, einfach eine Gender Reveal zu feiern, die jetzt auch übrigens total viel Sinn macht. Und das Geschlecht so zu erfahren. Also, ihr werdet jetzt wahrscheinlich bei mir nur noch Gender Reveal Partys sehen. Ich finde es absolut großartig. Diese Mod ist der absolute Shit. Also kann ich euch allen empfehlen, die zu platzieren und zu benutzen. Ganz, ganz, ganz tolle Mod. Was wir jetzt noch machen können, das Baby zur Welt bringen und ich werde da ein bisschen mithelfen jetzt. Wir werden jetzt auf jeden Fall in den Wehen liegen und wir machen jetzt die Geburt. Die Frage ist nur, ob wir, eine Hausgeburt dauert halt relativ lange, genauso wie die Geburt im Krankenhaus, wenn wir das jetzt über die Wehen machen würden. Also wenn wir warten würden, bis sie genug geöffnet ist und so weiter. Aber wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal ins Krankenhaus. Wir haben noch gar keine Art der Geburt gewählt. Das können wir aber immer noch während der Geburt selbst machen. Also jetzt rufen wir den Geburtshelfer nochmal an und werden sagen, dass wir gerne eine natürliche Geburt hätten. Oh, sie hat leider die Brille immer noch auf. Es kann sein, dass das jetzt vielleicht ein Bug ist. Gibt es dafür ein Moodlet? Vermutung anstellen. Ah ja, wenn das Moodlet weg ist, geht auch die Brille weg. Okay. Kann natürlich sein, dass es noch ein bisschen buggy ist, aber der Creator, also Pandasama, ist so fix in allem. Also das würde, wenn dann sofort repariert werden, da bin ich mir sicher. So, wir sind jetzt im Krankenhaus und können verschiedene Sachen an diesem Krankenhausbett machen. Wir können einmal die Überprüfung des Muttermunds machen. Das heißt, es wird geschaut, wie weit wir schon geöffnet sind. Oh, ihre Fruchtblase ist auch geplatzt, sehe ich gerade. Wow. Was? Von Wassergeburt? Nee, das ist Fruchtwasser gewesen. So, da ist sie. Sie überprüft jetzt den Muttermund einmal. So, und jetzt hat sie gesagt, wir sind 2 Zentimeter weit geöffnet. Das reicht natürlich nicht. Das heißt, wir könnten jetzt hier entweder auf dem Ball eine Rückenmassage von Moritz erhalten oder trainieren. Dann hüpft sie so ein bisschen rum. Das zeige ich euch mal. Das sieht ganz schön aus. Oder wir können auf unseren Sim klicken und sagen, dass sie spazieren gehen soll. Das gibt's hier. Dann läuft sie einfach die ganze Zeit rum und das hilft ihr auch beim Weiten. Wir können aber auch, während wir, ich glaube, wir können sie auch fragen, ob sie uns mit
Medikamente gibt, oder? Damit es schneller geht. Überprüfe das Baby, bitten Sie zur Prüfung der Weitung. Ja, herbeirufen. Ich weiß nicht so genau, was das jetzt macht, ob sie uns jetzt... Nee, sie gibt uns, glaube ich, nichts. Naja, währenddessen könnten wir jetzt aber auch noch hier diesen Papptest machen. Oh, während den Wehen nicht, aber davor hätten wir es machen können. Und was könnten wir denn jetzt noch machen? Diese Blutuntersuchung, ne? Geht die hier? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Naja, wir könnten hier dann unser Baby zur Welt bringen, aber dafür müssen wir erstmal warten, bis wir vollständig geweitet sind. Was auch echt süß ist, sie kann mit ihrem Partner hier kuscheln. Das zeige ich euch auch mal. Jetzt gehen die da zusammen in das Becken und kuscheln da eine Runde. Komm. Oh, schaut, wie süß es ist. Echt toll, oder? Es ist so schön. 9 cm, das heißt, wir haben es gleich. Bei 10 cm können wir starten. So, ich glaube, jetzt ist es soweit. Ja, jetzt könnten wir das Kind hier zur Welt bringen. Und das machen wir jetzt auch. Schaut, dieser Operationstisch hat sich jetzt automatisch zu so einer Liege entwickelt. Oh, Schatz, ob du dir was anziehen willst bei meiner Geburt? Wenn wir ganz recht. Diese Animation, ey, das ist so krass. So, und die Ärztin sagt jetzt, sie müssen fester drücken. Sie müssen sich ein bisschen bemühen, Fräulein. Genau, jetzt presst sie und presst und kriegt hier den einen oder anderen Nervenzusammenbruch. Und dann ist unser Junge auch schon da. Aaron. So, Achtung, guck mal, wie sie das Kind rausholt. Das ist so krass. Guckt euch das an, Leute. Das ist so krass einfach. Ich bin total sprachlos von dieser Mod und ich habe das schon so oft gesehen und trotzdem fasziniert es mich jedes Mal aufs Neue. So, unser Baby schwebt jetzt, es ist aber nicht schlimm. Ich will euch eigentlich nur zeigen, wie... Ja, wobei das mit dem Stillen ist ja eigentlich sehr selbsterklärend, ne? Man stillt genauso wie vorher auch. Aber wenn ihre Brüste dann, wie gesagt, zu voll sind, dann hat sie auch eine Moodlet unten. Und dann steht da auch so, die Brüste spannen und sowas. Dann gibt es nämlich im Baumodus, wie ich euch vorhin gezeigt habe, auch diese Möglichkeit zum Abpumpen. Das ist einfach dieses kleine Fläschchengerät. Das stellt ihr irgendwo auf eine Kommode, klickt drauf, dann nimmt die das und pumpt praktisch ab. Sehr, sehr coole Mod. Das mit den Kleinkindern, dass man auch diese stillen kann, das ist, glaube ich, auch selbsterklärend. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Ich kann es euch aber jetzt leider auch nicht mehr zeigen, weil das Video einfach super lang geworden ist. Aber das könnt ihr euch ja sehr gerne mal selbst anschauen. Und was ich euch abschließend auf jeden Fall noch sagen möchte, ist, dass diese Mod wirklich amazing ist. Also sie ist so ein Gamechanger. Ich finde, das macht dieses ganze Geburtenthema in Sims und alles, was rund um die Geburt stattfindet, so viel realistischer und so viel natürlicher und schöner auch. Also ich habe euch bestimmt nicht alles zeigen können in diesem Video, aber sehr, sehr viel, was die Mod eben mit sich bringt. Und wenn ihr zum Beispiel jetzt regelmäßig sehen wollt, wann die Mod aktualisiert wird, wo ihr die Übersetzung finden könnt ihr natürlich jederzeit gerne auf meiner Insentra-Webseite vorbeischauen. Die verlinke ich euch natürlich auch in der Infobox. Da könnt ihr einfach draufklicken und schauen, wann die Mod zuletzt geupdatet wurde, ob es ein neues Update gibt. Ihr könnt dort generell schauen, ob Mods, die ihr vielleicht auch im Spiel habt, wie ich auch, ein Update bekommen haben. Da aktualisiere ich immer alle paar Wochen, alle paar Tage, je nachdem, wann es Updates gibt, aktualisiere ich diese Liste und da könnt ihr euch ganz gut orientieren, welche Mod ein Update braucht. Ja, ich hoffe sehr, euch hat dieses Video gefallen. Ich hoffe, euch gefällt auch diese Mod und ihr seht es vielleicht genauso wie ich als Must-Have-Mod für 2024. Schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Schreibt mir auch gerne eine andere Mod noch in die Kommentare, die eure Must-Have-Mod ist. Vielleicht gibt es noch viele andere coole Mods, die ich noch gar nicht auf dem Schirm habe, die ich aber vielleicht auch unbedingt ins Spiel holen sollte. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Ich wünsche euch einen fantastischen Tag, Mittag, Abend, meine Lieben. Macht's gut, auf Wiedersehen und tschüssli!